Servus, liebe YouTube-Zuschauer, und ein herzliches Willkommen zum nächsten Vlog. Ja, ich befinde mich gerade auf dem Weg. Ich hole wieder ein Futter ab. Wir fahren wieder mit dem Land Rover. Hinten drin scheppern die leeren Kisten. Das mache ich jetzt noch schnell. Und dann ist für mich heute schon wieder Feierabend. Wir haben ja ein bisschen Steine daheim aufgeschlichtet und ich war unter die Haselnusssträucher gestanden und ich glaube, die sind mir nicht so recht bekommen. Ich glaube, ich bin ein bisschen allergisch drauf, zumindest so wie es jetzt ausschaut. Ich bin von oben bis unten gepunktet, bloß das Gesicht ist noch nicht betroffen, Gott sei Dank. Juckt und kratzt, gar nicht schön. Ja, deswegen bin ich froh, wenn ich mich später ein wenig hinsetzen kann und ein wenig ausruhen. Das ist nervig. Ja, aber wie gesagt, wir befinden uns jetzt gerade auf dem Weg, wir holen wieder Futter ab. Ich habe meine Viecher gerade fertig gemacht, habe den letzten Rest verfüttert. Die Schweine haben wieder Kartoffeln vom eigenen Bestand gekriegt und die Bohnen hatten sie und ein paar verschiedene Kohlsorten. Leer. Und da bin ich ja mal gespannt, was wir heute wieder ein bisschen kriegen, was wieder mit drinnen ist. Aber das werden wir gleich wissen. Ja, mein kleiner Freund, der Reili, ist auch dabei. Der sitzt da unten im Beifahrerfußraum, der fährt wieder mit. Der ist eigentlich immer begeistert, wenn es was zu sehen gibt. Wenn er mal mit rauskommt, das genießt er ja richtig. Freiwillig ins Auto mit rein und kommt mit.
würde sagen, wir sehen uns gleich wieder. Ich will das nochmal einladen und dann sehen wir uns anschließend wieder. Verschiedene Kohlsorten,
ich von der Kiste haben wir gestern Abend dann noch geholt. Ich habe da nichts mehr dazu gesagt, weil ich dann gleich aufgehalten worden bin. Da stehen sie auf alle Fälle. Das ist wieder so die Ration, die wir haben. Das sind insgesamt 11 Kisten. Da ist auch noch eine. Ja, und ich habe mir jetzt gleich mal einen Eimer zurecht gemacht für meine Schweinchen. Den tue ich ihnen jetzt gleich mit runter. Dann lasse ich die gleich mit raus und anschließend gehe ich erst einmal frühstücken. Und dann schauen wir mal weiter. Ja, ansonsten mal gucken, was heute noch so ansteht. Oh, scheiße, ein Bogala mit Schnitt. Oh, Rurane. Schmeckt. Das ist ein Bühner oder was, ne? Ja, das Futter haben wir vorhin dann gründlich aussortiert, meine Mutter und ich. Zwei Pötte mit Futter für die Schweine ist zusammengekommen, 5 Eimer für die Hühner und 3 Kisten für die Pferde und Ziegen und den Esel. Und des Weiteren haben wir dann noch zusammengekriegt, einen Eimer für die Gänse unten. Ja, und jetzt ist es soweit, dass wir sie wieder einsperren können. Ich habe wieder mal eine Fluchthenne dabei. Die geht gerne hier draußen spazieren. So, da haben wir sie schon. Für die Schweine gibt es jetzt noch mal eine Abendration. In Form von Äpfeln, Paprika, Sellerie. Was ich halt so ein wenig gefunden habe, weil das Futter, was ich jetzt gerade koche, ist natürlich viel zu heiß. Das kann ich ihnen jetzt nicht geben, da wird zwar ein großer Pott fertig, da sind dann Champignons drin, aber den kann ich ihnen jetzt natürlich so nicht geben. Die Hühner haben wir Chaos gemacht, das Übliche halt. Schauen wir mal, ob die Eier gelegt haben. Ja, ein Grünlegerei. Da ist nichts.
Die Schweine können schon nicht erwarten. Hey, 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 Nosen weg. Erst auf. Rotzlöffel. Ich sperre erstmal mal die Hühner ein und dann geben wir mal die anderen was zu fressen. Also, die Hühner sind drin. Jetzt haben die zwei Schweinchen Hunger. Ihr wollt was? Dann müsst ihr schon hergehen. So. Grünfutter. Nom, 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 nom. Also frisches Gemüse fressen die genauso wie das gekochte. Und weil ich da mal gefragt worden bin, warum koche ich eigentlich die Kartoffeln und warum koche ich das Gemüse? Ja, gerade die Kartoffeln, das ist wie bei uns Menschen auch, die sind halt nun mal für die Schweine auch bekömmlicher, wenn sie gekocht sind. Darum koche ich die. Die Champignons, wenn ich sie koche, mögen sie es auch lieber. Wenn ich sie roh rein tue, dann fressen sie sie nicht. Die kocht schon. Deswegen koche ich die auch mit. Und ja, was halt sonst da noch mit reinfliegt, ist eigentlich immer nur, um den Topf voll zu kriegen, wie die Aubergine oder so. Die könnte ich roh auch verfüttern, würden sie auch fressen. Aber dann ist mein Topf voll, dann lohnt sich das Ganze wenigstens. Und die sind eigentlich recht begeistert. Es lässt sich dann schön leicht fressen, weil es schön zerfällt, weil es schön matschig ist. Dann schmeckt es ihnen erst richtig gut. Ich meine, wer von euch schon mal Ratatouille gegessen hat oder sowas in die Richtung, da ist auch ganz klar, gekocht ist es doch besser, als wenn das ganze Gemüse noch knackt, frisch und hart ist. Die genießen das auf alle Fälle wieder, die zwei. Das schmeckt, gell? Ach, das schmeckt. Und bevor wieder die Frage kommt, also Schwänze fressen tun sie nicht. Schweinchen von hinten. Ein Feigelchen. Sind aber ganz lieber und unhänglicher. Ja. Ne? Euch schmeckt's, euch gefällt's. Ja, morgen wird es dann nochmal an der Zeit sein, den Mist zu verfahren. Da ist hinten die Lore jetzt ziemlich voll. Wenn ich jetzt bei den Viecher fertig bin, dann lohnt sich's morgen auf alle Fälle. Mai aber heute nicht mehr, mal morgen. Und ja, da unten gehört der Stall einmal ausgemistet und bei den Hühnern nochmal. Heu und Stroh muss ich mal gucken, könnte ich noch verfahren. Beziehungsweise meine Bekannte könnte ich jetzt da mal kontaktieren, wie es ausschaut, ob ich das Heu für ihr jetzt da noch holen kann. Da kriege ich ja auch noch loses Material. Nee, schub's mal nicht. Und ja. Wie gesagt, das werde ich jetzt da noch machen, solange ich noch daheim bin, solange ich ein bisschen Zeit habe. Ey, ist gut. Ich nimm's dir doch nicht weg, du. Fetti. Dann wankert er wieder. Ja, und dann schauen wir mal. Ja, jetzt ist leer. Jetzt machen wir zu. Feierabend. Klappe zu. Gute Nacht. Ja. So viel auf alle Fälle dazu. Da machen wir dicht. Und gut ist. Man könnte sie theoretisch noch länger draußen lassen. Aber es ist mittlerweile kurz nach 5. Und ich habe später noch was anderes zu erledigen. Deswegen machen wir da gleich zu und ist in Ruhe. Und dann passt die Sache. So, jetzt gehe ich nur schnell zum Leo und zu meinen Pferdchen in der. Und ja, dann schauen wir mal. Hier draußen steht jetzt momentan der Radlader. Und der ein oder andere hat es im letzten Video vielleicht gesehen. Da waren noch ein paar Paletten unten vor der Halle gestanden. Der Vater sägte gerade auf der Kreissäge noch zusammen. Das ist dann Brennmaterial. Das macht er immer abends nach der Arbeit. Ja, eine Kleinigkeit zu zeigen gibt es dann heute auch noch. Eventuell der ein oder andere kennt es schon hinten.
Ich habe mir noch eine Kleinigkeit gekauft. Ich habe ja gesagt, wenn ich mal einen Schlepper kaufe, dann ist es ein, ja, 10-14 Gramertrag. Und ich habe mir einen 10-14 Gramertrag gegönnt. Allerdings nur im Modell. Eine limitierte Sonderauflage. Den habe ich vor 1,5 Jahren quasi erfahren, dass es den gibt. Und bestellt habe ich ihn im Oktober. Ja, und seitdem gewartet. Und ja, da steht das Schmuckstück. Der Grame 10-14 Allrad. So schaut das Modell aus. Lenkung hinten, Lenkung vorne. Also der kann im Hundegang auch, das Modell. Richtig schön gearbeitet. Fronthydraulik und Heckhydraulik. Ja. So schaut das ganze Ding aus. Ich finde den richtig gelungen. Freut mich richtig, dass ich den jetzt habe. Da habe ich lang drauf gewartet und da habe ich mich richtig gefreut, als der kam. Und in dem Zuge habe ich mir gleich noch einen Schlepper gekauft. Das hat nämlich schon lange in meiner Sammlung gefehlt. Also ich meine, ich habe ja doch einige Schlepper hier stehen. Zack. Zack. Und zack. Ja, und ich habe den jetzt schon überflogen. Der erste richtige IHC in der Sammlung. Ein IHC 856. Motorhaube zum Öffnen. Der Vierzylinder-Motor mit Turbo. Ist der DD239 Motor normalerweise drin im echten. Ja. Und den habe ich mir auch als Modell gegönnt. So schaut der Ganze aus. Ja, soll eigentlich Maßstab 1 zu 32 sein. Wenn ich nicht so gegen manches Modell da drin sehe, dann frage ich mich, ob der Maßstab tatsächlich passt. Vielleicht passt auch der Maßstab nicht von den anderen Modellen. Ich weiß es nicht genau. So schaut er aus. Hinten dann mit Ackerschiene zum Abnehmen. Und, ups. Alles recht filigran dieses Mal hier. Ach nö. So. Und Oberlenker. Verstellbare Oberlenker. Kann runtergeklappt werden. Da könnte man dann Flüge und dergleichen ranhängen. So schaut das Modell aus. Vor die Scheinwerfer hier, so in etwa, möchte ich es dann bei unheim auch machen. Zumindest erst einmal hinten, dass zwei Stück sind. Wir haben jetzt aktuell nur einen, der sitzt, müsste ich lügen, ich glaube auf der Seite hüben. Ich möchte aber noch einen zweiten. Und ja, zu die Scheinwerfer selber müssen wir mal gucken. Bei uns liegt jetzt der Plan so, beim Originalen, vielleicht, dass man mal die Scheinwerfer auf LED umbaut, das bringt schon mal mehr Licht. Und falls das nichts bringt, dann kommen vielleicht vorne ans Dach auch noch welche ran, das weiß ich aber noch nicht genau. Aber das wird man sehen. Ja, auf alle Fälle so viel zu meinen Neuerungen, die ich jetzt hier habe. Also ich finde die beiden Modelle richtig gelungen. Maßstab 1 zu 32, wie gesagt. Kann man doch sehen. Gut. So viel auf alle Fälle dann wieder zu den aktuellen Themen bei mir. Das ist das, was aktuell passiert ist. Und ja, ansonsten gibt es nichts mehr weiter zu sagen. Drum würde ich euch jetzt dann allen ein schönes Wochenende wünschen. Und sage vielen, vielen Dank fürs Zusehen, fürs Einschalten. Ich freue mich immer wieder, wenn wir neue Abonnenten haben. Sind wieder welche dazugekommen. Vielen Dank dafür. Ich freue mich immer über die Kommentare. Und in diesem Sinne wünsche ich euch jetzt was. Wir sehen uns nächste Woche am Dienstag 16.30 Uhr wieder. Vielleicht kommt bis dorthin noch ein Livestream. Müssen wir mal gucken, wenn es klappt. Ansonsten, wie gesagt, Dienstag. Bis dahin, bis die Tage. Servus.